Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 17, dem Karrieremodus mit Borussia Dortmund. Und heute spielen wir gegen Red Bull Leipzig oder Rasenballsport Leipzig, weil Red Bull ist ja immer so ein bisschen, ne, ihr wisst schon. Also, Leipzig ist auf jeden Fall 16. stehen auf dem Relegationsplatz, müssten eigentlich gewinnen, weil sie haben 6 Punkte Rückstand auf Bremen, haben aber auch 4 Punkte Vorsprung auf Ingolstadt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall möchten wir natürlich gerne wieder gewinnen, weil nach diesem Spiel geht es, glaube ich, weiter nach Hoffenheim im DFB-Pokal. Und da wollen wir ja auch eine Runde weiterkommen. Also die nächsten beiden Parts sind auf jeden Fall sehr entscheidend, weil wir spüren die Konkurrenz im Nacken. Auf jeden Fall Leverkusen, die Bayern, nee, nicht Gestöber, machen wir mal heiter. Heiter bis wolkig, Dembele, ja, Lukas ist wieder halbwegs fit. Wir lassen ihn erstmal von Anfang an spielen. Also das Risiko gehe ich jetzt mal ein. Ich hoffe nicht, dass er sich wieder verletzt. Das wäre echt ein bisschen bitter. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass er ein gutes Spiel macht und auch die ganze Mannschaft und so weiter und so fort. Und dann gucken wir mal, oh, das war ein schickes Tor, dass wir vielleicht wie gegen Leipzig im Hinspiel, im Rückspiel natürlich auch gewinnen. So, dann wollen wir mal loslegen. Ich habe schon hier 60 Sekunden verbraten, nur mit Labern, ey, aber so bin ich halt nun mal. So, dann spuren wir das hier vor und dann geht's los. Vordruck, Pressing und Offensive und los geht's. Mal gucken, wie Leipzig ist. Wir haben ja schon mal gegen sie zu Hause im Pokal gespielt, da haben wir ja nur 1-0 gewonnen, aber mein Gott. 1-0 im Pokal heißt auch, dass du weiter bist. So, aber in der Liga geht es um wichtige 3 Punkte. Und die sollen im besten Fall natürlich hier in Dortmund bleiben. So, jetzt mal der erste Angriff über Aubameyang. Der lässt sich mal nach außen fallen. Am zweiten Pfosten wartet Götze, aber da wartet auch Erik Durm. Ja, der reingekommen ist. Das weiß ich jetzt erst wieder. Warum weiß ich das nicht schon am Anfang des Parades? Für Hector Bellerin. Der fällt leider für 6 Wochen aus, weil er sich... Schlüsselbein gebrochen hat. Auf jeden Fall hat er sich irgendwas gebrochen oder so. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall fällt er leider 6 Wochen aus. Achtung, jetzt erstmal die Leipziger über Diego Demme und unten über Emil Forsberg. Mit dem ersten Schuss jetzt auch von Leipzig. Also Leipzig versteckt sich nicht. Leipzig spielt mit, ja. Haben ja ein paar gute Spieler, muss man ja auch zugeben. Spielen ja momentan auch nicht so einen schlechten Fußball in der Bundesliga, muss man ja auch leider zugeben. Auch wenn man kein Leipzig-Sympathisant ist, aber so fair muss man halt dann mal sein. So. Und wir sind wieder vorne mit Mario Götze. Und er steckt durch auf Rode. Ja, 10 Minuten, schon 3 gute Aktionen. 2 von uns, 2 von Leipzig. Was ich noch zu Ende bringen wollte. Durm spielt jetzt erstmal für Hector Bellerin, weil der ist, wie gesagt, 6 Wochen lang verletzt. Und ja, spielt erstmal Erik Durm. Und ja, wir hoffen, dass er schnell wieder fit wird. So, jetzt der nächste Angriff über uns. Über Aubameyang, Gonzalo Castro. Castro, ah, da ist Willi Orban, super Verteidiger. Und deswegen war es da schwer durchzukommen. So, und jetzt die Leipziger über Werner, Sabitzer. Ja, die verstecken sich nicht nur hinten. Die trauen sich auch mit nach vorne. Sabitzer. Gefährlicher Österreicher, aber Batra ist dazwischen. So, und jetzt nach vorne. Komm, jetzt haben wir mal ein bisschen Platz, aber es läuft halt niemand mit. Jetzt rücken wir halt zu langsam nach. Aber trotzdem haben wir es gut gespielt. Lukas. Ja, Lukas kriegt er den noch gegen Klostermann. Jetzt, ja, da kommt jemand mit. Ich wollte gerade schon sagen, wo kommt denn hier jemand mit? Rode, Gonzalo Castro. Jetzt spielen wir es wieder zu kompliziert hier. Erik Durm. Wieder Erik Durm, oh, gegen 2 Mann. Warum schieße ich nicht früher? Ich verstehe das bei mir nicht. Warum schieße ich nicht früher? Ich will das jetzt hier immer wie Barcelona, Alter. Schön auf dem Bierdeckel ausspielen. Rode versucht es jetzt nochmal. Rode zum zweiten wird wieder abgeblockt. Gibt's ja gar nicht. Aber wir haben jetzt eine kleine Drangphase, eine kleine Druckphase, wo wir vielleicht mal ein Tor schießen sollten. Im besten Fall. Aber okay. Es sind ja erst... 20 Minuten gespielt. Leipzig ist, wie gesagt, auch gut mit dabei. Steht hinten gut. Stabil bislang. Und mal gucken, wie wir da durchkommen. So, jetzt vielleicht mal über Rode. Mal Einzelaktion, aber Diego Demme ist anscheinend auch sehr kopfballstark, sehr zweikampfstark. Hat sich da durchgesetzt gegen Rode. Aber wir machen weiter, ne? Weitermachen und die Defensive nicht vergessen. Sabitzer, Werner. Den hätten wir uns auch holen können. Auch ein schneller junger Mann. Aber okay, daran habe ich nicht gedacht. Und der ist ja auch erst zu Leipzig gewechselt, also hätten wir uns den eh nicht holen können. So, weiter geht's. Mal auf die andere Seite. Rode, mal ein bisschen schneller. Da haben wir doch jetzt mal ein bisschen Überzahl. Dembele unten auf Erik Durm. Ja, der schafft das. Der schafft das gegen Halstenberg. Schön gemacht. Kommt auch noch an Willi Orban vorbei. Ja, das wird schwer. Und das ist halt das Problem. Jetzt sind gleich 2, 3 Leipziger gegen Durm. Der kann sich da nicht durchsetzen. Doch, er kann sich durchsetzen. Dembele und jetzt Rode aus dem Hintergrund. Ja, wieder abgefälscht. Das ist schwierig. Also immer, wenn wir vorm Strafraum sind... und dann mal eine gute Schussgelegenheit haben, hier zum Beispiel, dann wird er immer abgeblockt. Egal, dann steht immer ein Leipziger dazwischen. Entweder mit dem Rumpf oder mit dem Arsch oder mit dem Fuß. Hält noch einen Fuß dazwischen, weiß ich ja nicht. So, auf jeden Fall
gibt's jetzt, glaube ich, den ersten Eckball des Spiels. Mal gucken, vielleicht läuft ja was aus einer Standardsituation. Gonzalo Castro bringt den rein. Da ist Sokratis. Ja, geklärt. Nochmal Castro, der hat jetzt viel Platz, bringt eine bessere Flanke. Ja, aber direkt von Keeper. Ja, die Flanken müssen besser kommen, ganz ehrlich. Also die Flanken, da bin ich noch nicht ganz so zufrieden. Also klar, wir hatten auch Flanken, die wurden schon verwertet, aber dann hat man auch mal wieder so ein paar Flanken dabei, da denkst du dir, eieiei. Aber egal, dann spielen wir es halt so aus. Über Aubameyang, Lukas, Winkel spitz. Aber jetzt auf Rode und zurückgelegt auf Götze. Der will den Ball haben und der macht den, oh, nicht rein. Oh, der Keeper faustet den weg. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer im Tor steht. Ist ja auch egal. Und jetzt Batra. Ich glaube, Gulaschi steht im Tor, ne? Ich glaube, Gulaschi ist das. Ja, die 32. Und wieder Batra. Guck, selbst der Innenverteidiger kann es mal versuchen. Also ihr seht das, wir sind sehr druckvoll. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Tor. Folgerichtig eigentlich. Naja, vielleicht ja jetzt. Nächster Eckball. 7:1 Schüsse. Ihr seht das oben, Gonzalo Castro. Da kommt Batra angeflogen. Nochmal Castro. Die Flanke ist super. Götze. Gibt den nächsten Eckball. Also, die Druckphase. Der Druck steigt minütlich. Irgendwann ist er ganz oben angelangt und dann müssen wir halt auch mal was Zählbares draus machen. Jetzt zum Beispiel Batra kommt nicht ran, aber Rode. Ja, aber so nicht. So kannst du selbst einen Kreisliga-Torwart nicht überwinden. Naja, okay. Wir bauen aber wieder hinten rum auf, wenn es geht. Jetzt aber mal die Leipziger wieder, die sich mal nach einer Zeit wieder nach vorne trauen über Werner. Aber Schmelzer passt gut auf. Hat das gut antizipiert. Und somit, Vorsicht, genau, geht's wieder nach vorne. 5 Minuten vor der Pause, 0:0 immer noch. Ja, aufgrund der Druckphase hätten wir jetzt eigentlich mal ein Tor verdient. Aber wenn wir das Tor halt nicht machen, dann dürfen wir uns halt hinterher nicht beschweren, wenn Leipzig mal eins macht oder wenn wir halt nur 0:0 spielen. Da sind wir dann selber schuld. So, jetzt Schmelzer, er hat viel Platz. Ah, und schießt wieder Sabitzer an. Das ist so typisch. Also egal, ob du flanken willst oder ob du was schießen willst, es steht echt immer ein Gegenspieler dazwischen. Aber jetzt vielleicht mal Dembele. Schafft Dembele es, sich zu drehen? So, mein Gott. Die deutsche Sprache ist heute wieder eine schwere Sprache für mich. So, Forsberg klärt. Gibt wieder 3 Minuten Nachspielzeit. Vielleicht geht da noch was vor der Halbzeit. Mal gucken. Dembele. Da haben wir Durm, Gonzalo Castro, Rode nochmal oben durch. Lukas. Das ist schwierig. Seht ihr das? Die steht uns sofort wieder auf den Füßen. Egal, wer da ist. So, jetzt vielleicht mal Gonzalo Castro aus dem Hinterhalt. Castro und schon wieder jemand. Ey, das gibt's doch langsam gar nicht. Gulaschi macht die ganze Sache nochmal spannend, aber schießt ins Aus. Ist auch Halbzeit. Das meine ich. Egal, wie gut du das ausspielst, es steht irgendwie immer ein Leipziger. Gefühlt kommen die immer aus dem Boden vorher hoch. Das weiß ich ja nicht. So, mein Gott. Okay, also Halbzeit. Gladbach führt 1:0 gegen Freiburg. Augsburg 1:1 gegen Bremen. Hamburg führt gegen Leverkusen. Haben die ein Eigentor gemacht? Hertha gegen Ingolstadt. Soll jetzt nicht abwertend wirken gegen Hamburg, aber ihr wisst ja momentan die Lage um den HSV. Deswegen, der ein oder andere Spaß darf da schon mal sein. So, ich denke mal, Lukas hält durch. Zeigt bislang keine weiteren Probleme im Spiel. Und jetzt hoffe ich einfach, dass wir irgendwann ein Tor machen. Ich setze noch nicht auf sehr offensiv. Ist mir noch zu riskant. Aber irgendwann wird es dann soweit sein. So, der erste Angriff über Durm, über Pierre-Emerick Aubameyang. Jetzt, da unten müsste Lukas durchlaufen. Genau, macht er auch, aber er kriegt den Ball nicht, weil Nabil Keita leider dazwischen ist. Das ist schwierig. Es fängt schon wieder schwierig an. So wie die erste Halbzeit quasi aufgehört hat, so beginnt die zweite. Lukas, mal jetzt schneller spielen. Rode, jetzt ist mal ein bisschen Platz für Durm. Der kann schießen, oh, macht er aber nicht, weil er wollte auf Gonzalo Castro durchlegen. Und dann ist halt die Gefahr, wenn du hinten mal schläfst und der Gegner gefährlich nach vorne kommt, dann gibt's halt mal ein Gegentor. Im schlimmsten Fall, aber ich hoffe natürlich heute nicht bei uns. So, jetzt. Gonzalo Castro, Götze, steckt durch auf Durm. Ah, der läuft mit. Der war ja auch mal Stürmer, glaube ich, Durm, ne? Wurde ja dann wieder von Jürgen Klopp umfunktioniert. Jetzt aber Gonzalo Castro und diesmal schießt er wieder einen an. Und es ist der eigene Mann. Ah, es hapert heute. Es hapert heute wirklich. Da schon die Ankündigung, 7. Februar spielen wir in Hoffenheim. Ich glaube, Viertelfinale ist das. Ja, Viertelfinale und dann mal sehen, was dort geht. So, Dembele, nächster Angriff rollt über Götze, Aubameyang. Komm, da oben läuft Gonzalo Castro mit. Nein, das ist nicht Castro, das ist Dembele. Aber der holt sich den, aber der kriegt den nicht. Scheiße. Ja, Geduld haben. Das ist wieder so ein Geduldsspiel. Auf jeden Fall. Ne, die stehen zwar hinten gut, haben aber nach vorne auch immer wieder Geschwindigkeit. Durch Sabitzer, durch Werner, auch unter anderem, auch über Forsberg. Also da müssen wir immer höllisch aufpassen, müssen wir da. Ne, das ist klar.
So, jetzt mal die Leipziger wieder über Halstenberg. Da hat Erik Durm geschlafen. Halstenberg mit der Flanke. Oh, da ist Schmelzer. Der kommt da hin. Und Dembele hat den. So, und ab nach vorne. Jetzt hat Leipzig mal hinten ein bisschen Platz aufgemacht. Nein, guck mal, die stehen ja schon wieder mit 5 Mann. Also die spielen auch, glaube ich, auf defensiv, auf sehr defensiv und spielen dann auf Konter. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall sieht das so aus, weil es sind auch immer 3 Verteidiger hinten mindestens. So, jetzt der Ballverlust von Nabil Keita. Vielleicht jetzt mal eine Chance über Rode, außen über Götze. Jetzt ist aber wieder jemand in der Mitte und jetzt hat Götze wieder 2 Gegenspieler. Mario Götze steckt dadurch auf Durm und jetzt muss hier in der Mitte muss jemand kommen. Und da kommt der Linksverteidiger Schmelzer und schießt Rode an. Ey Leute, hört doch mal auf, euch gegenseitig hier anzuschießen. Schießt ihn doch einfach mal rein, so wie Erik Durm hier. Guckt euch das an. Durm, ja. Vielleicht brauchen wir vorne Mandzukic. Ich glaube, das ist ein Spiel für Mandzukic heute. Flanke rein und dann einfach reinmachen. So, wir machen aber mal wieder Folgendes. Jetzt habe ich Mandzukic doch hier auf der Bank für Götze. Dann machen wir das wieder so. Zack, Aubameyang und Dembele wechseln einmal die Position. Wen könnten wir noch bringen? Ich lasse erstmal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ist ja erst die 65. Minute, aber irgendwann müssen wir dann mal ein bisschen mehr ins Risiko gehen. Der Schuss wäre auch nicht schlecht gekommen. Okay, er ist ja aufs Tor gekommen, ne? Immerhin. Also er wurde nicht abgefälscht. So, jetzt aber, komm. Jetzt haben wir noch einen weiteren kopfballstarken Spieler drin, Mandzukic. Vielleicht töten wir ja den oder wir flanken mal ganz hinten hin. Wie wäre es damit? Ganz nach hinten, da ist Sebastian Rode. Kriegt er den? Er kriegt den nicht. Ey, er steht doch daneben. Ach, bei so einer Situation könnte ich manchmal heulen, ey. Er steht doch schon neben dem Ball. Er muss ihn eigentlich nur nehmen und der nimmt ihn dann nicht. So, und jetzt die Leipziger über Werner. Über Nabil Keita. Und es läuft die 68. Minute. Jetzt stellen wir mal auf sehr offensiv. Und wenn es halt bis zur 80. immer noch 0-0 steht, dann mache ich mal auf totalen Angriff, weil das Spiel will ich heute gewinnen. Das wären, ja, das wäre schade, wenn wir heute das Spiel nicht gewinnen würden. Das wären verlorene 2-3 Punkte. Mindestens, aber wir setzen nach über Gonzalo Castro, Willi Orban, na okay, der lässt ihn jetzt aus. Es ist echt schwierig. Ich meine, Leipzig, die zeigen ja nichts nach vorne. Ich meine, die sind ja vorne total harmlos, stehen aber dafür hinten gut. Spielen auch, glaube ich, auf Defensive und dann hoffen sie, dass mal so ein Ding durchrutscht. Und dann hast du halt die Kacke am Dampfen, wenn der dann mal durch ist. So, Gonzalo Castro, Pierre-Emerick Aubameyang wird da umgegrätscht. Kriegt nicht mal einen Freistoß, sondern es gibt den Einwurf für die Leipziger. Da ist Roland, da ist Bruno, aufgepasst. Forsberg auf der Außen. Nimmt Halstenberg mit. Jetzt sind sie hinten mal ein bisschen offener. Aber jetzt kriegen wir den Ball auch nicht. Das ist jetzt wieder so typisch FIFA. Jetzt hätten wir mal die Chance zu kontern und jetzt bekommen wir sie nicht, weil FIFA wieder mitspielt. So, jetzt mal. Marc Bartra. Und nach vorne über Mandzukic. Da haben wir ihn zum ersten Mal. Schickt jetzt Aubameyang gegen Marvin Kompair. Ah, Aubameyang ist am Arsch. Aber komm, für die paar Meter reicht's noch. Aber gegen Marvin Kompair, ja, setzt sich durch. Er ist im Strafraum und kriegt den Eckball. War das Beste, was er machen konnte. Wir wechseln jetzt auch nochmal. Wir wechseln mal Shinji Kagawa ein. Wo haben wir denn Shinji Kagawa? Hier, Shinji Kagawa. Und dann machen wir nochmal Mohr für Dembele. Und dann schauen wir mal, ob durch die jungen Leute vielleicht nochmal was geht. Aber wir müssen jetzt irgendwas riskieren. Irgendwas müssen wir ja ein bisschen verändern. Komm, jetzt sind doch kopfballstarke Leute drin. Ey, das kann doch nicht sein, dass kein Aubameyang oder kein Mandzukic da mal rankommen. Da ist Mandzukic. Schade. Aber es geht weiter. Komm, Mandzukic hat den Ball. Da haben wir Aubameyang. Müssen wir abspielen. Mohr zum ersten Mal. Außen auf Gonzalo. Castro nochmal auf Mandzukic. Der ist natürlich jetzt auf der richtigen Position. Ey, der muss im Strafraum muss der sein. So. Geh in den Strafraum. Gonzalo Castro. Und jetzt vielleicht Aubameyang. Schmelzer. Ah, oh, zu kompliziert. Zu kompliziert und einfach zu durchsichtig. Jetzt pfeift er auch wieder ab. Es ist zu durchsichtig. Und wir machen es auch zu kompliziert. Ich stelle aber, ja, ich auf totalen Angriff. Nee, mache ich jetzt nicht. Komm. Bevor wir dann hier verlieren, dann doch wenigstens einen verdienten Punkt mitnehmen. Auch wenn natürlich mehr drin gewesen wäre und eigentlich mehr drin sein sollte. Aber noch einmal 5 Minuten. Komm, ich gebe mich hier noch nicht geschlagen. Mandzukic schon mal auf der Außen. Okay, muss er jetzt halt mal nach außen gehen. Ah, dieser Trick mit der Ballrolle funktioniert nicht mehr. So gut wie bei FIFA 16. Und nochmal die Leipziger, die machen echt nichts. Also, die halten den Ball ein bisschen, dann versuchen sie vorne irgendwie ein bisschen auf Zeit zu spielen, aber das funktioniert nicht. Shinji Kagawa holt sich den. Schön gemacht. Und jetzt die Flanke auf den zweiten Pfosten. Da wartet Emre Mor, aber das ist doch nicht kopfballstark. Den kannst du doch nicht hoch anspielen. Komm, 3 Minuten. Wir haben schon öfter Spiele in der Nachspielzeit oder so gewonnen. Oder halt, ne, in letzter Minute. Shinji Kagawa. Ich glaube aber, für dieses Spiel wird das auch wieder nicht lang. Jetzt aufgepasst, dass wir hinten kein Gegentor mehr kassieren, aber Bartra macht das gut, macht das abgeklärt. Wie viel Minuten Nachspielzeit? 3 Minuten Nachspielzeit. Komm, jetzt können wir mal auf totalen Angriff stellen.
Jetzt will ich und jetzt müssen wir noch ein bisschen was riskieren. So, jetzt Shinji Kagawa steckt auf meinen Zukic durch. Und das ist die große Chance. Mandzukic und Gulashi. Aber noch geht's weiter. Aubameyang holt sich den Ball. Komm, noch ist es hier nicht vorbei. Schmelzer. Lukas. Und da wartet Emre Mor. Steckt da oben durch auf Erik Durm. Das ist die Chance. Erik Durm und das Tor. Endlich. Es klappt auch noch. Last-Minute-Treffer. Hab ich's doch gesagt. Hab ich's nicht gesagt. Ich habe wieder einen richtigen Riecher, ey. Last-Minute-Treffer. Und Vorlage von Mor. Schön gemacht. Erik Durm wird da noch gefoult. Ich denke mal, dann hätte es Elfmeter gegeben, wenn er den nicht gemacht hätte. Oh ja, das war eine böse Grätsche. Endlich. Auch in der 90. Scheißegal. Hauptsache noch ein Tor. Irgendwie. Oh. Mit Lackschuhen heute. Wow, HSPP. Mit Krawatte auch noch. Und mit weißem Hemd. Und Erik Durm, der für Hector Bellerin reingekommen ist. Oh, mit der letzten Aktion, glaube ich, pfeift der Schiri ab, oder? Wie im Pokal. 1-0. Es war nicht spektakulär. Es war aber verdient. Von den Chancen her. Im Pokal war es, ja, eher noch so ein bisschen langweilig. Da haben wir halt auch 1-0 gewonnen. Aber hier war es echt verdient. 1-0. Wir hatten wirklich viele Chancen. Hatten viel Pech im Abschluss. Wir haben immer wieder Gegenspieler angeschossen. Guck mal, ihr seht da 16 Schüsse. Alter, was willst du denn mehr? 10 Schüsse aufs Tor. Einen leider nur reingemacht. 60% Ballbesitz. 13 Zweikämpfe geführt. Also, ich denke mal, da spricht die Statistik auch wieder für sich. Und ich denke mal dann auch, dass das Ergebnis verdient ist. 9,5. Der liebe Erik Durm hat uns dann doch noch gerettet. Oh, durchatmen. So, Hamburg gewinnt ein Spiel. Was ist mit FIFA los? 2-0 gegen Leverkusen. Und jetzt wartet das nächste Spiel, wo wir die Mannschaft auch ein bisschen wechseln müssen. Scheiße, habe ich leider zu diesem Spiel nicht gemacht. Aber wir haben ja eine gute Bank. Also, ich verlasse mich da auf die Bank. Auf Guerrero zum Beispiel. Iwobi, der jetzt auch eine Chance kriegt. Vielleicht auch mal Christian Pulisic. Wir schauen mal aufs Viertelfinale. Ob schon mal ein paar Partien gespielt wurden? Nein. Also, die Partien sind nochmal Dortmund gegen Hoffenheim, Schalke Gladbach, Hamburg gegen Leverkusen. Hatten wir auch gerade in der Liga. Und Mainz gegen Bielefeld. Das etwas unattraktivste oder das vielleicht unattraktivste Spiel. Ja, laut dem Turnierbaum könnten wir gegen Schalke, also es könnte zum Revierderby kommen. Aber wer weiß, der Turnierbaum, der ändert sich ja immer wieder von Runde zu Runde. Und deswegen, ja, danke ich euch fürs Zuschauen. Wir schauen nochmal hier kurz in die Nachrichten rein, aber ich glaube, da gibt es nichts Wichtiges. Und dann wollen wir natürlich weiter kommen. Hey Boss, Roman Bürki möchte mehr Gehalt haben. Dann werden wir noch kurz sein Gehalt erhöhen. Verträge. Torwart, Weinfeller Bürki, 46.000. Was will er? 60.000? Ja, ach, doch komm, das geht. Wir haben 569.000. Also, wenn wir das Geld nicht hätten, dann würde ich mich aber auch schämen. So, also, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich damit unterstützt. Und dann sehen wir uns im nächsten Spiel wieder, wenn wir dann hoffentlich ins Halbfinale einziehen. Macht's gut und ciao, ciao.